Herzlich willkommen bei Asra Blockt. Also, ich versuche ja auf diesem Blog nur gute Nachrichten zu bringen. Es gibt so viele Leute, die was Gutes machen und die es anders machen. Trotzdem packt einen manchmal die Verzweiflung und die Trauer. Viele Menschen werden depressiv wegen dieser ganzen schlechten Nachrichten. Wozu diese Trauer gut ist, darüber habe ich heute was gelesen. Ich möchte euch ein Stück daraus vorlesen. Elisabeth von Tadden hat in der Zeit vom 12. März 2020, schreibt sie, aus dieser Perspektive, also es geht darum, die Perspektive, diese Traurigkeit zu nutzen, um die Perspektive zu wechseln. Sie schreibt, aus dieser Perspektive bestünde die Kunst heute darin, als informierte Gesellschaft den politischen Druck zu erhöhen und doch das Unabänderliche hinnehmen zu lernen, um so einer lähmenden Ohnmacht zu entkommen, die für die Seele zerstörerisch ist. Denn bei realistischer Prüfung lässt sich auch heute kaum behaupten, dass Handeln wirkungslos sei. Die Hebel der Wirksamkeit sind nur andere und die Wirkungen durchaus unvorhersehbar. Ein junger YouTuber dreht ein klimapolitisches Video, das 16 Millionen Menschen sehen, die mit ihrem Votum das Ergebnis der Europawahl ändern, der Rezo-Effekt. Die überparteiliche Initiative Brand New Bundestag schmiedet aus der Mitte der Gesellschaft heraus ein neues Bündnis zwischen Zivilgesellschaft und Parteien. Klimaexperten weisen darauf hin, dass einige wenige Investmententscheidungen am Finanzmarkt das Geschäftsmodell der fossilen Energien kollabieren lassen und gesellschaftliche Kippmechanismen in Gang setzen könnten, welche das geoklimatische Kippen vielleicht noch aufhalten können. Und neuartige Klägergruppen setzen auf dem Rechtsweg die fossilen Energieversorger unter Druck. Man könnte auch sagen, es fehlt nicht an Hebeln, mit denen sich überraschende Wirkungen erzielen lassen. Die realistische Traurigkeit wäre dann eine Basis, um aus der einsamen Schwermut heraus anders unter Menschen zu gehen. Damit nehme die Geschichte übrigens wie so oft Zuflucht zu einer schönen List. Sie würde mit der Klimakrise ein menschliches Selbstverständnis fördern, das gerade weil es Schwäche akzeptiert, die dramatische Situation, in der sich die Menschheit befindet, entschärfen könnte. Denn nichts ist in der Klimakrise so wichtig, wie mit anderen gemeinsam tätig zu werden. Im eigenen Dorf, auf dem eigenen Kontinent, mit einem wachen Sinn für die Verletzlichkeit der Kreaturen, zu denen die Menschen gehören. So, und Menschen, die was anders machen und auf eine ganz besonders schöne Art, gehören Vera und Jens. Die habe ich besucht, die haben ein Strohballenhaus gebaut. Und das möchte ich euch zeigen. Also Strohballenhaus glaubt man ja erstmal nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, ich muss auch sagen, wir haben viel mit lokalen Handwerkern gearbeitet. Ja. Und also die waren erst gar nicht so, die waren erst skeptisch und dachten, oh, brennt das nicht und so, ne? Und dann haben sie aber im Laufe der Zeit gemerkt, das ist wirklich eine tolle Bauweise mit alten Materialien. Und wir haben nachher gehört, der Dachdecker hat dann noch bei der anderen Baustelle empfohlen, ach, man könnte ja auch was mit Lehm hier machen und so. Also die waren Ja. nachher überzeugt. Das war richtig toll zu sehen Das ist auch. ja schön. Ja. Oh. Und gut, den Lehm selber, die ganzen Lehmputzer, haben halt ein paar Spezialisten aus der Nähe von Göttingen gemacht. Was haben wir hier vor Ort nicht gefunden? Aber ja, es war eine gute Kooperation aus Ökofirmen und lokalem Handwerk. Und das war irgendwie, hat eine gute Ausstrahlung, glaube ich auch. Wie kommt jemand dazu, so was Altmodisches wie ein Haus aus Stroh zu bauen, wo es doch so vielseitige moderne Baustoffe gibt? Alle, die heute ein Strohballenhaus bauen, wollen aktiv mitwirken, die globalen Probleme der Klimakrise zu lösen. Denn Strohballenhäuser haben eine hervorragende Ökobilanz. Stroh und Holz sind nachwachsende Rohstoffe. Die Häuser sind extrem energieeffizient, sowohl in der Herstellung als auch im Betrieb. Die Naturmaterialien schaffen außerdem ein besonders angenehmes Raumklima. Allergiker berichten, dass sie im Strohballenhaus ihre Probleme losgeworden sind. Die lehmverputzten Wände wirken schallschluckend und sie sind total schön. Sie sind nicht viel teurer als Häuser in konventioneller Bauweise, ca. 10 bis 5% nur. Aber nur, wenn man bauen lässt. Man kann auch viel selber machen und auch viel selber reparieren dann später. Wenn man die gesparten Heizkosten mit einrechnet, dann sind sie auf lange Sicht sogar billiger. Immer wieder wird gefragt, ob das nicht leicht brennt und ob das stabil ist. In den letzten Jahren hat man viel Erfahrung gesammelt mit moderner Strohbauweise. Deutschland mit seinem strengen Baurecht hat die Strohballenbauweise als feuerfest zertifiziert und Strohballen offiziell als Baustoff zugelassen. Zertifizierte Strohballen werden außerdem auf Feuchtigkeit und Schimmel überprüft. Richtfest. Ja.
Und dann rauskommt auch E-Puls und die nächste Schicht ist ein Kaltpuls, weil die Wetterumstände. Ich finde halt, und hier an die Westseite kommt aber noch eine Holzwand. Weil da die Wetterumstände. Okay, ne? Was? Diese Rinde, diese Baumkanten würde ich euch sehr empfehlen. Ja, das hier noch ab. Ja, das ist schon. Das war eine Sache. Weil damit holt ihr euch die Insekten auf jeden Fall rein. Ja, das ist schön. Hier mit dem, mit der Rinde. Ja, das hatte. Hat Chris schon gesagt. Chris hat schon gesagt. Ja, was denn? Die Rinde. Ich würde ja DDT noch kaufen. Gut, wir sehen uns nachher auf uns. DDT in einem DDT. Das ist alles stiller. Feierabend. Heute Abend noch an der Rasse. Können wir da noch stehen können? Mein Mann noch mal einen Sekt an Schnaps. Wir müssen jetzt ja, wir können den Schnaps liegen und machen so. Den Schnaps wegen bei Chris und mich. Oh, kein Köln für mich heute. Ne? Ja, ähnlich. Die Zeiten sind vorbei. Das Stroh ist da. Hauptsache, du kommst auch wieder runter. Du kommst wieder da raus, ja. Und diese Kleinfächer, da kommt es. Ja, bleib offen. Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Ein bisschen Lüftung ist ja auch drin. Oberlichtung. Na gut, hier kommt der Herd hin, also von daher wird das vielleicht gar nicht schlecht. Ich bin auch hier wirklich eine richtige Sache. Die Baustelle. Da sind so Metall. Halterung drüber und das ist ganz stark gepresst, sodass alles super gedämmt ist. Gestopft. Genau. Ja, stopfen. Das habt ihr selber gemacht? Das da reinstopfen? Nee, das war dieser Kurs. Ja, also es gab einen Kurs vom Fachverband Strohanbau. Das war alles per Hand gemacht. Hier mit so einem Hammer, da musst du richtig dagegen hauen. Da haben sie das lose Stroh dann immer in solchen riesigen Säcken. Das haben wir alles zu Johanna geschafft, ne, damit sie das für die Pferde hat. Das ist so von außen, also das ist halt so richtig die Wand, bevor sie rasiert wurde. Ja. Die wurde dann ja noch top rasiert. Das ist das Fenster und außen die erste Schicht von dem Kalkputz, total chaotisch. Aber so sieht man halt, wie es aufgebaut ist. Das sind die Lehmbauer, die haben auch bei uns am Strohworkshop mitgemacht, weil sie mal wissen wollten, wie ist das, bevor sie zum Einsatz kommen. Und die haben alles dann top rasiert, damit sie dann lieb ist, damit sie es einfach haben. Stimmt, das ist dann irgendwo die erste Lehmschicht. Ja, irgendwann mussten wir den Ofen anmachen, weil es hier so kalt drin war, da war es schon Oktober, November. Und dann haben die Dielen sich verzogen, er wollte gerade die Dielen reinlegen. Dann haben wir aber der Ofen gerade rechtzeitig fertig. Ja, der Ofen ist voll. Können wir den gleich mal anmachen, wenn du willst. Ja, gerne. Wir dürfen den ja nur alle 12 Stunden anmachen und dann auch nur mit einem minimalen Gewicht von, oder Holzgewicht von 17 Kilo, 17 bis 30 Kilo. Und dann merkst du aber am nächsten Tag noch, wie das hier alles warm ist. Das ist meine Lieblingsecke ist da, also ist alles warm, der Rücken und so, und dann kann man toll. Noch was gucken, das ist fantastisch. Da kannst du ja ganze Tage und Wochen verbringen. Ja, eigentlich brauchst du gar nicht mehr weg, muss nicht mehr aus dem Haus rausgehen. Das ist echt schön. Das sieht ja auch so schön aus hier mit den Ecken und dass das dann so abgerundet ist. Genau, das ist richtig das schön. Ist ein tolles Gefühl einfach, ne? Ja. Das ist so kantig. Und es ist auch, es riecht gut, wenn man reinkommt auf das Haus. Und am Ende merkst du, es passt irgendwie alles zusammen. Das ist toll. Das hätten wir vorher nicht, also was weißt du ja nicht, wenn du einmal im Leben baust. Ja. Und das kommt natürlich durch die Naturmaterialien, ne? Ja, und wir haben so ein bisschen. Ja, schon eine Art Farbkonzept gehabt. Also wir wussten, wir wollen die Wände so lassen, weil die so schön braun sind. So wunderschön. Und das heißt, wir brauchen irgendwie Kontrast. Also haben wir orangene Fenster und dann diese hellen Dielen. Aber sonst alles weiß. Also die Türen, die Küche, die Fußleisten, das ist alles weiß und die Treppe. Und ich finde, dadurch hat das so eine. Es ist nicht so dunkel. Und das hat so eine Freundlichkeit dann. Ja. Aussuchen, also diese Fliesen, die haben wir uns echt verliebt und die sind auch nochmal so ein Kontrast. Ne? Schön, ja. Und da ist jetzt Fußbodenheizung drin. Das ist auch. Das ist im Bad ja sehr angenehm. Genau. Und wir sind auch sehr froh über diese Sichtmauer, weil die lockert das alles nochmal auf, ne? Ja. Diese rote Mauer da drin. Dass nicht alles so gleich ist auch. Ja, ne? Genau. Ja. Das ist ein monstermäßiger Heizkessel, 750 Liter Pufferspeicher, um das ganze Wärmesystem zu buppen. Ne? Also wir haben da noch Solarthermie und Gas als Backup und den Ofen. Und da wird alles, das ganze Wasser wird quasi dadurch geheizt. Hier ist dann unser Gästezimmer. Mit auch Tür noch nach draußen zum Parkplatz. Das ist jetzt auch so ein bisschen. Mal gerade die Treppe von unten, sieht so schön aus. Ja. Wie
finde auch den Bogen so schön. Ne? Ja. Hier oben ist leider noch kein Licht. Mhm. Ach, ja. Also aktuell ist es auch so, dass jeder Termin, so Auswärtstermin, da habe ich auch gar keine Lust drauf. Ja. Ich will einfach nur hier bleiben und gar nicht wegfahren. Ne? Ja, man ist irgendwie so dick eingepackt, ne? Durch das Haus. Das ist unser erster Sturm hier. Ne? Also ich bin total überrascht eigentlich, dass das Haus keinen Millimeter weicht. Unsere Häuser schützen uns. Sie schützen uns vor Regen, vor Wind, vor Kälte, vor Nässe, auch vor Sonneneinstrahlung, auch vor Tieren, auch vor Menschen. Vor Kanonenkugeln und Räubern brauchen wir uns heutzutage nicht mehr zu schützen. Deshalb können wir ruhig Strohballenhäuser bauen. Wir brauchen keine dicken Steinmauern mehr. Umso wichtiger und umso dringender ist es aber, das Klima zu schützen und CO2 einzusparen und die Erde nicht noch mehr auszuplündern, ihr vielleicht sogar was zurückzugeben. Deshalb ist ein Strohballenhaus politisch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Also es fing zum Beispiel an, wir haben hier so einen Nachbarn. Das Erste, was der sagt, also der fällt motzt sofort, ja, und fängt sofort an, über Ausländer zu lästern und ich weiß nicht was. Und jetzt irgendwie letztens über Klimawandel, den will es ja gar nicht geben, habe ich ihm dann widersprochen. Mhm. Das hat aber funktioniert, ohne dass er sauer geworden ist. Und das, was ich witzig fand, war, unsere Lehmbauer, die ja echte Freaks waren, ne, der fand die super. Ja, die sind super miteinander klargekommen. Er hat nochmal nachher gefragt. Ja, die waren ja so fleißig und die waren so nett. Und ich glaube, das sind dann solche, weißt du, so Momente, ja, die dann halt wirklich positiv sind. Ja. So klar.